Und willkommen beim neuen Part Yu-Gi-Oh! Heute treten wir gegen einen weiteren Darkseigner an. Welcher das ist, das sehen wir gleich. Erstmal müssen wir wieder zurück nach Osten, denn dort wartet sie bereits auf uns. Ja, wir kämpfen gegen eine Frau. Und die müsste hier unten, glaube ich, sein. Mensch, dieses Gelatsche, das ist echt nervig, aber na mei. Was will man ändern, ne? Meckern hilft auch nichts. Da muss man jetzt einfach durch. Oh, metallisch reflektierender Schleim. Cool. Die tue ich sofort rein. Die ist gut. Die habe ich auch in meinem echten Deck. Eine echt gute Karte. Ach ja, ich muss noch mein Turbo-Duell Deck bearbeiten, weil das ist ja noch von den normalen Monsterkarten voll gestopft. Und zwar, welches Deck ist das? Ah ja, ist das unser Turbo? Nein, Quatsch, das ist ja normal. Moment, ich muss hier erstmal das Ganze umstellen und zwar nochmal das Ganze beenden und hier muss ich drauf, genau. Ah ja, ihr seht, da sind nur die normalen Monster drin, die wir im letzten Part so mal für die Schnelle reingetan haben. Und was ist unser Turbo-Duell-Deck? Das hier. Genau, das müsste es sein. Hier steht doch SP, das steht doch für Speed. Das sind doch Geschwindigkeitszauber, was hier ist, oder? Ja? Ah ja, passt. Okay. Mich hat es gerade ein bisschen gewundert, weil hier gerade so eine strange Meldung kam. Okay, dann tue ich die Karte raus und tue den Schleim ins Deck rein. Reimt sich sogar. Wo ist die Karte? Wo ist die Karte? Das ist eine permanente Falle. Metallisch. Hier. Okay. Gut, dann mache ich das beim zweiten Deck auch, beim normalen Deck, was wir benutzen. Da tue ich diese Karte auch raus. Und ich glaube, ich kann noch eine raus tun. Ich glaube, die war auch relativ useless. Die kommt auch raus. So, dann tue ich hier, dann noch da. Metallisch reflektierender Schleim anwählen und zurück. So. Alles klar. Dann haben wir unsere Decks jetzt bearbeitet. Jetzt sollte ich vielleicht speichern, aber ich glaube, im nächsten Gebiet wird ein Save-Punkt sein. Hoffe ich zumindest. Ah ja, perfekt. So, speichern. Damit wir nicht nochmal unsere Decks und so ein Zeug bearbeiten müssen. Okay, und wo ist jetzt der vierte Darkseigner? Ah, da ist er. Hehehe, hätte nie gedacht, einen netten Menschen wie dich an einem Ort wie diesen zu sehen. Tut mir leid, dass ich deinen Traum platzen lasse, aber ich warte hier auf Jack. Ich nehme an, dass du nicht so leicht aufgibst, nach allem, was du durchgemacht hast, Schön, dann duelliere ich mich mit dir, aber unter der Bedingung, dass wir zwei Karten pro Zug ziehen. Das wird nicht lange dauern. Ich werde gewonnen haben, bevor du weißt, was dir widerfahren ist. Alles klar. Scheint eine nette Person zu sein. Gut, aber erstmal nochmal speichern, damit ich mir diesen Dialog nicht nochmal anhören muss, ne? Und meine Fernbedienung muss weg. Keine Ahnung, was die da liegt. Ich habe gestern ein bisschen MLP noch angeschaut und habe die ein bisschen, ja, auf die Schnelle hier mal hingelegt. Deswegen liegt die jetzt da vor meinem Mikrofon. Egal. So, Kelly, Darkseigner Nummer 4. Schön. Dann duelliere ich mich mit dir, aber nur unter der Bedingung, dass wir zwei Karten pro Zug ziehen. Das ist die einzige Sonderregel, die mir am besten gefällt. Alles klar, Duell gegen Kali. Oder Kelly. Ich sag eigentlich immer Kelly, ne? Aber heißt die auch Kali? Ich weiß nicht. Ich glaube, in der Serie wird sie mit Kelly angesprochen. Aber hier steht ja Kali in ihrem Namen. Egal. Alles klar, los geht's. Und die hat übrigens den, meiner Meinung nach, besten Erdgebundenen. Was er so drauf hat, das zeige ich euch, wenn sie ihn beschwört. Okay, unser
gutes altes Turmwelt-Deck ist wieder im Spiel. Und wir dürfen zwei Karten pro Zug ziehen. So, was ist das? Zufluch der Unterwelt. Entferne eine Geschwindigkeitszellmarke, um diese Karte zu aktivieren. Spezialbeschwöre eine Metall-Unterwelt der Spielmarke. Typ bla bla bla. Es kann nicht angegriffen werden. Es kann nicht angreifen. Angegriffen werden wäre ein bisschen OP, ne? Wenn die Spielmarke im Kampf Schaden erleidet, nimmt der Gegner so viel Schaden, wie der Befehlshaber der Karte erhalten hätte. Das ist gemein. Zahle 1000 Lebenspunkte in der Standby-Phase oder zerstöre Metall-Unterwäldler-Spielmarke. Kann ich einfach stehen, zerstöre diese Karte. Ist viel kürzer. Naja. Also sie kriegt auf jeden Fall jetzt eine Spielmarke. Das Monster kann sie opfern. Da ist ja eine Spezialbeschwörung, war. Genau, das habe ich erwartet. Schutzhaus Dame Finsternis. Die ATK und Death dieser Karte entsprechen ihrer Stufe mal 400. Während jede deiner Standby-Phasen erhöhe die Stufe dieser Karte um 1, maximal 12. Wenn du noch ein Schicksals Dame Monster, das du kontrollierst, ein Monster des Gegners den Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, kannst du eine Schicksals Dame Monster von deinem Friedhof wählen und seine Spezialbeschwörung beschwören. Gemein, denn die werden, je länger sie auf dem Spielfeld sind, werden die immer stärker, da sie immer eine neue Stufe hinzugewinnen und die Monster bekommen hohe Stufe. Einen Angriffswert. Also hier sind es jetzt 400 mal 5, also 2000. Das heißt, ich muss jetzt schnell handeln, ansonsten habe ich ein Problem. Gut, aber momentan habe ich keine gute Hand. Das heißt, ich muss mich erstmal ins Duell hinein, hineintasten. Okay, das war's. Jetzt erhöht sie die Stufe ihres Monsters in der Standby-Phase. Das heißt, ihr Monster ist jetzt stärker. Es statt 2000 Punkte 2400 und es hat Stufe 6. Jede Schicksalsdame Monster hat diese Eigenschaft, hier eine weitere Schicksalsdame Wind. Die ATK und Death dieser Karte entsprechen ihrer Stufe mal 300. Bei jeder deiner Standby-Phasen erhöhe diese Stufe dieser Karte um 1, maximal 12. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, oh Gott, jetzt kommt's, kannst du eine Anzahl von Zauber- und Fallenkarten zerstören, die deinen Gegner kontrolliert. Verdammt. Die der Anzahl offener Schicksalsdame-Monster entsprechen, die du kontrollierst. Verdammt, das zerstört meine Falle. Hä, tut sie nicht. Hä, sie hätten doch Normalbeschwören, oder? Warum zerstört sie nicht meine Monster, meine Fallenkarte? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Schönen Dank auch für diese Bestechung. Mhm. Dankeschön, ich lasse mich gerne bestechen. Ja, meine schöne Makrokosmos-Karte. Dunkler Kern, ordentlich, falls sie in Erzgebunden spielen sollte. Mein Chaosreiter Gustav wurde zerstört. Und ich kriege einen direkten Angriff, verdammt. Naja, es sind zum Glück nur 800. Halb so schlimm. Jetzt eine verdeckte Karte, okay. Wenn es nochmal finstere Bestechung ist und sie dann mit meinen dunklen Kernen annulliert, bin ich wütend auf sie. Alles klärchen. Gut, dunkler Kern. Muss ich eine Karte abschmeißen? Welche wähle ich denn? Ich könnte mein Spellflugzeug abschmeißen und es dann mit dieser Karte entfernen und dann würde es zurückkommen. Allerdings könnte ich dann nichts aufs Feld setzen, das ist natürlich auch ein Nachteil. Ich glaube, ich werfe ein Tributmonster ab, dann kann ich es im schlimmsten Falle, falls wir wirklich viele Punkte verlieren, es mit dieser Karte hier zurückrufen. Denn damit können wir alle Monster, die auf dem Spiel entfernt wurden, wieder zurückrufen. Kostet uns allerdings die Hälfte unserer Lebenspunkte. Das heißt, ich schmeiße jetzt Grandmark ab. Und entfernen werde ich natürlich ihre Schicksalsdame Finsternis. Ey, das ist die größte Bedrohung bis momentan. So, Schicksalsdame Wind hat
ja, mehr Angriffskraft als unser Seelischwerkzeug, das heißt, ich muss mich verteidigen. Im nächsten Zug betragen ihre ATK 1200, das ist genau so viel wie unser Seelischwerkzeug an Verteidigungspunkten hat. Allerdings zieht sie jetzt wahrscheinlich. Oh Gott, jetzt kann sie ihren Erdgebundenen beschwören. Das ist nicht gut. Jetzt muss sie einfach nur ihre zwei Spielmarken, die sie jetzt bekommt, opfern. Ich gehe stark davon aus, dass sie einen Erdgebundenen hat. Das ist böse. Andererseits kann ich ihn dann zerstören, indem ich meinen Zarborg rufe und ihn dann mit dem Effekt zerstöre. Aber jetzt schauen wir mal, was passiert. Was, sie kriegt 400 pro Zug? 400? Was war denn das jetzt? Achso, nee, ich dachte gerade, Schicksalsdame Wind, wer Schicksalsdame Finsternis und jetzt Monster jetzt 500 bekommt, aber es bekommt eben nur 300. Bin ich gespannt, spielt sie den Erdgebundenen? Oh Gott. Hier kommt die Erdgebundene. Das ist der, meiner Meinung nach, beste Erdgebundene. Es ist. Hallo, Asla Pisku. So, es hat zwar nicht so viel Angriffskraft wie andere erdgebundene Monster, allerdings hat es einen sehr heftigen Effekt, und zwar ist der, es kann nur ein erdgebundener unsterblicher Monster auf dem Spielfeld liegen. Falls keine offene Spielfeld-Zauberkarte auf dem Spielfeld liegt, zerstöre diese Karte. Diese Karte kann diesen Gegner kann nicht angegriffen werden. Den Gegner kann diese Karte nicht angreifen, ja genau. Diese Karte kann deinen Gegner direkt angreifen, so kommt der heftige Effekt, wenn diese Karte vom Spielfeld entfernt wird, außer durch ihren eigenen Effekt. Zerstöre alle offenen Monster, die dein Gegner kontrolliert, und füge deinem Gegner 800 Schaden für jedes zerstörte Monster zu. Das ist etwa der Effekt mit, von Blitzeinschlag. Vielleicht sogar noch heftiger, da der Gegner sogar noch Schadenspunkte bekommt. Jetzt stellt euch mal vor, der Gegner hat 5 offene Monster auf dem Feld und Asla Pisco wird zerstört. Ja, dann werden 5 offene Monster zerstört, sind 5 mal 800, sind 4000 Schaden. Plus noch den direkten Angriff von Asla Pisco, dann ist das Duell schon fast vorbei. Also deswegen ist dieser Effekt so OP. So, aber jetzt kriegen wir einen direkten Angriff, ich kann es leider nicht verhindern. Aber im nächsten Zug kriege ich ihr Monster klein. Greift sie mein Speerflugzeug an. Das passiert nicht. Beide Monster haben dieselbe Punktanzahl. Und eine verdeckte Karte. Okay. Oh, zwei verdeckte. Das ist schlecht. Wenn sie meine Beschwörung annulliert, dann ist es schlecht für mich. Ja, dann kriege ich ihren. Oh. Okay, ich habe Dunkelkern gezogen. Perfekt. Jetzt kriege ich ihren Erdboden so oder so klein. Alles klar, ich habe wenig Lebenspunkte. Das heißt, jetzt muss ich langsam ein Zeichen setzen. Gut, soll ich vielleicht nicht Zarbok spielen und stattdessen vielleicht den hier spielen? Ich kann hier ihren Erdgebundenen mit dieser Karte auch zerstören. Ich spiele Möbius und zerstöre hier zwei Verdeckten, weil die machen mir Angst. Eine ist bestimmt eine fiese Falle, hundertprozentig. Bodenlose Fallgrube bestimmt. Oder finster Bestechung. Irgendwas Gemeines auf jeden Fall. So, ich wähle mal diese hier und diese hier, die sie vorhin gesetzt hat. Aktiviert sie eine davon. Warum aktiviert sie diese Falle? Boah, hätte sie ihren Erdgebundenen entfernt, dann, dann hätte ich ihn nicht mehr entfernen können. Und dann hätte sie mich nochmal direkt angreifen können. Und sie hätte den Effekt ihres Erdgebundenen aktivieren können, da diese Karte vom Spielfeld entfernt wird. Also das wäre noch fieser gewesen, wenn sie ihren Erdgebundenen entfernt hätte. Alles klar, jetzt hat sie weniger Feinkarten, das ist sehr gut für mich. Jetzt, ich könnte noch den Effekt von Tempowelt 2 benutzen, um ihr ein paar Lebenspunkte Schaden zu fügen, aber das können wir auch im nächsten Zug noch machen, denn wir haben ja auch noch diese hier. Erstmal muss ich ihren Erdgebundenen entfernen. Na, sie wird scheiße zurückgedrückt. Das war ich ganz kurz zu schnell. Egal. Nicht so schlimm. Das war nur Möbius.
Jetzt aktiviert sich der Effekt, aber es befindet sich zum Glück kein unserer Monster auf dem Feld. Von daher ist das jetzt völlig unrelevant. Okay, ich habe leider schon ein Monster gespielt, das wurde leider entfernt. Das heißt, was habe ich denn jetzt noch? Was hat sie denn auf ihrem Friedhof? Kann ich etwas von ihrem Friedhof entfernen? Nee, sie hat eine Zauber- und Feinkarten. Was habe ich auf meinem Friedhof? Ich habe viele Monster auf meinem Friedhof. Ich glaube, die entferne ich vorbereitungsweise mal aus dem Spiel. Dann kann ich ja im nächsten Zug vielleicht einen OTK versuchen, wenn ich genug Monster habe, die eine Angriffskraft von 8000 betragen. Und erstmal ein paar Karten entfernen. Nehme ich Hausrede Gustav, Grandmark, dann Didi Sperrflugzeug, Möbius und was bin ich noch? Meine Feinkarte wäre vielleicht ganz nice. Zauberkarten behalte ich mal auf meinem Friedhof, da wir Hausrede Gustav noch haben. Genau, ich nehme noch Marco Kosmos. Dann haben wir unser Friedhof auf zwei Karten reduziert. Und wir kriegen Didi Sperrflugzeug aufs Feld zurück. Das schützt uns dann. Ja, ein bisschen vor ihre Schicksalsdame. Okay, Endphase, wir kriegen unser Didi-Sperrflugzeug aufs Feld zurück, da es entfernt wurde. Und sie kriegt ihre Schicksalsdame wieder. Alles klar, ihre Schicksalsdame steigt um eine Stufe auf. Da es die Standby-Phase ist. Sie hat ihre ATK, die sie vorhin hatte, verloren, da es dann aus dem Spiel genommen wurde für eine kurze Zeit. Und jetzt wird sie mein Didi-Sperrflugzeug mit einem Angriff zerstören. Wo ist die Materie zu gut beschwören? Das ist dann noch schlechter. Schicksalsdame Erde. Die ATK und Def dieser Karte entsprechen ihrer Stufe mal 400. Das heißt Stufe 6, wenn 2400. Rendiere deine Stemme-Phasen, erhöhe die Stufe dieser Karte um 1, maximal 12. Wenn die Stufe dieser Karte erhöht wird, füge deinem Gegner 400 Punkte Schaden zu. Schönen Dank auch. Ach, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Andererseits, ich könnte jetzt ein OTK versuchen, wenn ich jetzt das nötige Mittel habe. Wenn ich eine Zauberkarte ziehe, dann habe ich noch ein bisschen Schaden, den ich ihr mit Tempowelt 2 abziehen kann. Ich hoffe, ich ziehe jetzt eine Zauberkarte. Ah, leider keine Zauberkarte. Naja. Okay, ich muss mein Material zählen. Was habe ich denn entfernt? Es sind 2400, sind 4800 und rechnen wir mal auf 2000, da ich Karten entfernen werde. Das sind grob, ja, circa 7000, das reicht nicht. Ich glaube, ich schütze mich jetzt erstmal vor ihr und setze meinen Geistersensenmann verdeckt. Und im nächsten Zug kann ich es opfern und kann Razor beschwören, wenn es nicht zerstört wird. Und vielleicht sehe ich im nächsten Zug eine Zauberkarte. Dann kann ich hier mit dem Effekt von Tempowert 2 auch ein bisschen Schaden zufügen. Jetzt kriegen wir erstmal ein bisschen Damage wegen ihrer Schicksalsdame. Und was macht sie jetzt? Schicksalsdame Wind. Jetzt hat sie wieder Material, um einen Erdgebundenen spielen zu können. Und sie greift an. Mein Monster wird überleben, da es unzerstörbar ist und nicht durch Kampf zerstört werden kann. Und eine verdeckte Karte, die macht mir Angst.
da es bestimmt eine fiese Falle sein kann. Okay. Alles klar, wir haben zwei Zauberkarten gezogen. Sehr gut für uns. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. So, also mal schauen. Sie hat 8000 Lebenspunkte. Zwei verdeckte Karten. Eine davon ist bestimmt eine fiese Falle. Ich habe... ja... Ausende. Die kann ich allerdings nicht spielen, da ich 7 Karten nachbrauchen will, die entfernt werden müssen. Ich habe 3 Tributmonster. Eines davon legt eine Karte zurück aufs Deck des Gegners und das andere zerstört ein Monster auf dem Spielfeld. Damit könnte ich das Monster hier zerstören. Ich könnte damit dunkler kehren, ihr anderes Monster zerstören, dann aktiviere ich meine Falle, rufe alle meine Monster zurück aufs Feld, benutze den Effekt von Chaos oder Gustav, entferne 2 Karten aus dem Spiel und dann habe ich ein OTK. Allerdings hat sie noch 2 verdeckte Karten und die kann das Ganze, ja, die können das Ganze schnell, die können das Blatt hier schnell wieder ändern. Also gut, ich opfer erstmal mein Monster und spiele. Moment, ich spiele Zaborg. Zaborgs Effekt aktiviert sich. Ich kann ein Monster auf dem Spielfeld zerstören. Ich wähle Schicksalsdame Erde. Okay. Vielleicht sollte ich auch nicht mein ganzes OTK gleich am Anfang verpulverisieren. Wäre auch nicht so cool. Vielleicht soll ich mir die Feindkarte doch aufheben. Oder soll ich doch jetzt den OTK durchziehen? Aber wenn sie Spielkraft hat, dann werde ich mich ärgern bis zum geht nicht mehr. Soll ich es probieren? Soll ich den OTK probieren? Wie viel ATK habe ich denn? Das sind, ja, genau, es sind 7000. Ich zerstöre jetzt ihr Monster, dann hätte ich das nötige Mittel. Das ginge bis zu 9000 hoch. Aber ich traue mich nicht. Sie hat 2 verdeckte Karten. Hätte sie natürlich ihre 2 verdeckten nicht, dann hätte ich schon längst gewonnen, ist klar. Aber ich krieg die. Ich habe echt Angst vor ihren Fallen. Wenn eine davon spiegelt ist, habe ich sicherlich verloren. Andererseits gewinne ich natürlich, ne? Ach komm, wer nicht wagt, gewinnt. Ich setze den OTK jetzt. Ich mach den OTK jetzt einfach. So, ich lege Razor auf den Friedhof. Entferne Schicksalsdame Wind aus dem Spiel. Okay, eine Falle von mir ist interdimensionale Materietransporter. Okay. Ah, jetzt habe ich's. Ich habe gewonnen. Und zwar benutze ich jetzt den Effekt von Tempowelt 2 und mache ihre Verdeckte platt. Dann führe ich den OTK durch. So, ich zeige ihr Chaosende und zerstöre ihre verdeckte Karte. Wenn es Spielkraft ist, werde ich mich freuen. Und? Zwangsverkühlungsgerät, okay. Okay, jetzt haben wir den OTK, glaube ich, nicht mehr. Habe ich irgendwas? Nein, leider nicht. Ich glaube, den OTK habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich nicht mehr genügend Angriffskraft. Ich zähle nochmal durch. 2400. Ja, das sind 7000 ungefähr. Ich komme an den OTK nicht ran. Aber trotzdem werde ich ihn jetzt solchen durchführen. Wenn sie im nächsten Zug... Nee, das ist zu riskant. Nee, ich kann's nicht. Oder vielleicht doch. Im nächsten Zug... Warte, Moment. Moment. Ich mach's jetzt einfach. Auch wenn ich jetzt verlieren werde im nächsten Zug. Ich muss es riskieren. Vielleicht fällt mir irgendwann was ein. Vielleicht komme ich ja doch an die ATK ran, aber ich glaube es nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, das reicht nicht.
Nee, vielleicht hätte ich noch einen Zug warten sollen. Egal. So, Karussell Gustavs Effekt wird genutzt. Ich entferne zwei Zauberkarten aus dem Spiel, die auf meinen Friedhof legen. Jetzt greife ich an. Naja, aber das reicht eh nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das ist ja kein OTK mehr. Ich gewinne ja damit nicht. Vielleicht macht sie nur Blödsinn in dem nächsten Zug und spielt kein gescheites Monster und dann würde ich ja doch gewinnen irgendwie. Mit etwas Glück. Ja, und jetzt fehlen mir die Angriffspunkte, die Zauber hatte. Der Zauber wird auf dem Feld hätte ich gewonnen. Naja, aber ich hatte jetzt 20 Wirkungsgeräte gespielt. So, Moment, konnte ich den OTK nicht durchführen. Jetzt werden meine Monster wieder entfernt. Der Effekt meiner Falle gilt nur bis zum Ende meines Zuges. Und sie kriegt ihre Schicksal wieder zurück. Das ist schlecht. So, jetzt hat sie. Oh Gott. Nee, das habe ich verloren. Das habe ich verloren. Ich konnte den OTK nicht durchführen. Ich hab versagt. Jetzt brauchst du einfach nur eine Zauberkarte oder ein Monster und ich hab verloren. Ja, 400 mal 5 sind 2000. Das greift mich direkt an, ich verliere. Ach, das war jetzt blöd, dass ich Zwangswerke Übungsgerät hatte. Ich hätte vielleicht Tempowelt 2 aktivieren sollen und nicht ihre Karte zerstören sollen. Dann hätte ich gewonnen. Dann hätte ich die nötige ATK auf dem Feld. Naja, aber man kann nicht alles wissen. Es hätte ja auch Spiegelkraft sein können. Sowas kann man nie vorhersehen. Aber hätte ich Tempowelt 2 benutzt, um ihr Schaden zuzufügen, hätte ich gewonnen. Das war der Fehler. War aber trotzdem ein gutes Duell. Gut, wir probieren es nochmal. Und es geht los. Alles klar. Ich sage Falle, Falle. Was rede ich da für ein Mist? Stein, Falle. Was sage ich? Falle. Ach schön, ich habe mal wieder gefällt, bis zum geht nicht mehr. Alles klar. Togodell Nummer 2 gegen Kelly. Und ich habe ein gutes Blatt im Vergleich zum letzten Duell. Also gut, zum ersten, ja. Zu Beginn an wäre es, glaube ich, ganz nice, wenn ich diese Karte hier spiele. Denn das erhöht meine Lebenspunkte für jede Karte, die Kelly auf der Hand hat. Und Lebenspunkte kann man bekanntlich nie genug haben. Sie hat 5 Karten, ihre Starthand, ich krieg 2500 Punkte. Jetzt aktiviere ich, jetzt setze ich diese Karte verdeckt. Und Endphase. Ich kann da nicht angreifen, da es der erste Zug ist. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Jetzt wird sie meinen Neo-Weltraum Air Hummingbird zerstören. Mit einem Angriff. Oder vielleicht auch nicht. Sie ruft sich wieder eine Metall-Unterwäldler-Spielmarke aufs Feld. Na, die aktiviere ich erst, wenn es kritisch wird. Die Falle. Wird sie es opfern? Ich glaube ja. Den Zug hat sie ja auch vorhin schon am Anfang gemacht. Und sie ruft sich Schicksalsdame Erde aufs Feld. Jetzt greift sie meinen Neo-Weltraum an. Mein Monster wird leider zerstört. Wir kriegen auch ein bisschen Kampfschaden, aber wir haben ja unsere Lebenspunkte vorhin erhöht, also haben wir quasi einen Plus gemacht von 900. Und das war es doch auch wert. Okay, jetzt aktiviere ich meine Falle
Rufe mir eine Schleimspielmarke aufs Feld. Das ist ein Fallenmonster. Mit 3000 Def. Und ich habe Kaios gezogen. Sehr gut. Jetzt kann ich ihre Schicksalsdame entfernen. Allerdings hat sie eine verdeckte. Könnte auch bodenlose Fallgrube sein, aber ich gehe das Risiko jetzt ein. Und außerdem wird der Effekt ja sowieso aktiviert, selbst wenn es bodenlose Fallgrube sein sollte. Gut, ich entferne ihre Schicksalsdame aus dem Spiel. Leider ist es ein Erdmonster und kein Finsternis. Wäre es ein Finsternismonster, würde sie noch 1000 Punkte Schaden bekommen. So, jetzt greife ich sie direkt an. Ist ein bisschen riskant, könnte eine Falle sein, eine fiese Falle, aber ich muss es riskieren. Und der Angriff geht durch, sehr gut. Jetzt sind wir deutlich im Vorteil. Jetzt setze ich noch meine Sündenbockkarte aufs Feld, sicherheitshalber. Wir brauchen 4 Geschwindigkeitszählmarken und die werden wir dann in Kellys Zug haben. Und ich beende meinen Zug und die werde ich setzen. Ich werde meine Sündenböcke dann setzen, wenn es kritisch wird. Ähnlich wie den metallisch reflektierenden Schleim. Leider kann ich die nicht opfern und kann kein Tributmonster spielen. Aber als Schutz sollten sie ja auch ihren Dienst erweisen. Sie spielt Verteidiger. Ich wusste gar nicht, dass sie diese Karte in ihrem Deck hat. Okay, Verteidiger kriegt eine Zauberzählmarke drauf. Und wenn dieses Monster zerstört werden würde, kann sie stattdessen eine Zauberzählmarke zerstören, um die Zerstörung dieses Monsters zu verhindern. Sie setzt eine weitere verdeckte Karte aufs Feld. Okay, Sündenbock aktiviere ich noch nicht. Eine Schrumpfen- und Zarbock-Karte, okay. Ich könnte jetzt mein Kaios zerstören oder als Tribut anbieten und könnte Zarbock oder Möbius spielen. Mit Möbius könnte ich ihre Verdeckten platt machen, mit Zarbock kann ich ihr Monster platt machen. Das ist wieder so eine Entscheidungsfrage. Zarbock oder Möbius? Oder soll ich vielleicht Möbius nicht spielen oder Zarbock? Ach komm, ich gehe jetzt mal voll auf Risiko. Vorhin habe ich zwar gefailt mit dem Risiko, aber wenn ich wage, nicht gewinnt, ne? Ich spiele Zarbock und mache ihren Verteidiger platt und greife sie direkt an. Wenn dieser Angriff auch durchgeht, dann haben wir einen großen Vorteil. Und wenn Zarbock jetzt zerstört werden würde, dann ist es auch nicht so schlimm. Wir haben ja immer noch unsere Sündenböcke auf dem Feld. Jetzt entfernt sie eine Zauberzellmarke, um die Zerstörung des Monsters zu verhindern. Den Angriff meines Monsters kann sie allerdings nicht verhindern, außer mit einer fiesen Falle. Und hat sie eine? Sieht nicht so aus. Die Damage Step hat begonnen und ihr Monster wird zerstört. Obendrein kriegt sie noch 800 Punkte Schaden. Sie hat nur noch 4800. Wir haben fast das Doppelte. Läuft ja ziemlich gut für uns. Jetzt setze ich noch Schrumpfen verdeckt, sicherheitshalber, falls sie ein starkes Monster auf dem Feld hat, das möglicherweise stärker ist als unseres. Und ich beende meinen Zug. Okay. Gut, sie ist an der Reihe. Sie spielt Schicksalsdame Licht, haben wir noch nicht gesehen. Die ATK und Def dieser Karte entsprechen ihrer Stufe mal 200. Während jeder deiner Standby-Phasen erhöhe diese Stufe, diese Karte um maximal 1. Also um 1, maximal 12. Wenn diese Karte durch einen Karteneffekt vom Spielfeld entfernt wird, kannst du eine Schicksalsdame-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Nicht besonders starkes Monster, allerdings hat es einen heftigen Effekt. Und ich glaube, es wäre der passende Moment, um Möbius aufs Spielfeld zu kriegen. Andererseits... Ah, ich könnte ihr Monster opfern. Ich habe Seelentausch gezogen. Damit könnte ich ihr Monster opfern und könnte Möbius beschwören. Das mache ich auf jeden Fall.
Also Seelentausch, ich leihe mir ihr Monster zum Opfern aus. Ah, sie annulliert meinen Effekt. Na gut, dann eben nicht, aber ich kriege immerhin eine Karte als kleines Trostpflaster. Und jetzt weiß ich auch noch, dass sie einen ihrer Fallen gespielt hat. So, okay, dann mache ich es anders. Ich spiele jetzt vielleicht Flammenangreiferin, verdeckt. Und zerstöre ihre Schicksalsdame mit einem Angriff meines Monsters. Und hat sie eine fiese Falle? Aha, Zwangsverkühlungsgerät. Wegen dieser Karte haben wir vorhin verloren. Als kleine Erinnerung. Kann ich irgendwas tun? Nein, leider nicht. Mein Monster kommt zurück auf meine Hand. Ach, das ist schlecht. Gut, wie viele Handkarten habe ich denn jetzt? Ich habe 7. Ich müsste jetzt eine abschmeißen, wenn ich jetzt nichts spiele. Ich spiele reißende Attribute jetzt verdeckt. Falls sie ihr Erdgebundenen spielt, werde ich reißende Attribute aufdecken und ihren Erdgebundenen zerstören. Gut, der Zähler steht 7 zu 6 für sie. Ihr Monster wird stärker. Steigt eine Stufe auf. Und was macht sie jetzt? Sie opfert ihr Monster. Und was ruft sie sich? Schicksalsdame Erde, okay. Alles klar, mein Monster hat einen Death von 1000. Wenn ich jetzt Schrumpfen benutze, wenn ihr ATK trotzdem noch höher. Andererseits. Na komm, ich lasse jetzt mein Monster einfach mal zerstören. Mein Flip-Effekt wird sowieso aktiviert. Und genau deswegen habe ich mein Monster eigentlich gespielt, damit ich den Flip-Effekt noch benutzen kann. Und jetzt kann ich ihr weitere Lebenspunkte Schaden zufügen. Und 3 Karten werden von meinem Deck entfernt. Wenn eine davon dieses Sperrflugzeug ist, kann ich ein Tributmonster spielen im nächsten Zug, da es dann zurückkommt, aber ich habe leider keins gezogen. Okay. Und sie setzt eine verdeckte Karte. 2 verdeckte Karten. Okay. Gut, wir sind dann in der Reihe. Wir ziehen 2 Karten. Eine davon ist Dunkler Kern. Könnte ich jetzt an ihre Schicksalsdame anwenden. Die Frage ist, möchte ich das? Was habe ich denn auf meinem Friedhof? Ich könnte wieder ein OTK versuchen. Na, ah, aber dafür brauche ich zuerst Rückkehr aus der anderen Dimension. Soll ich Dunkler Kern benutzen? Ich weiß nicht, ich habe ja auch noch eine Schrumpfenkarte. Ich glaube, die wäre besser. Ich spiele jetzt die Überlebende in die Angriffsposition. Ist auch ein kleines Kanonenfutter, falls sie bodenlose Fallgrube hat. Hat sie leider nicht, okay. Gut, wenn sie jetzt mit ihrem Monster angreift, benutze ich Schrumpfen und ihr Monster wird zerstört. Genau. Ach ja, ich muss ja noch eine Karte setzen. Stimmt ja, sonst muss ich ja was abschmeißen. Nehme ich mal Makrokosmos. Okay, Endphase. Oh oh, ich rieche einen Erdgebundenen. Egal, ich habe bodenlose reißende Attribute, hab ich auch noch. Wenn sie jetzt einen Erdgebundenen spielt, habe ich immer noch reißende Attribute. Mein Dide-Überlebender wird zwar zerstört und wir kriegen 800 Punkte Schaden, aber ich kann es mit Makrokosmos retten. Es kommt dann wieder zurück. Gut, ich aktiviere jetzt, kann ich das aktivieren? Nein, nein, kann ich leider nicht. Makrokosmos kann ich erst aktivieren, wenn sie dran ist. Jetzt ist sie dran. Jetzt kann ich Makrokosmos aktivieren, wenn sie noch was macht. Die Stufe ihres Monsters erhöht sich. Jetzt kann ich Makrokosmos als Kette anhängen. Und alle Monster werden jetzt entfernt. Ach, Kette 3. Finstere Bestechung nochmal. Naja gut, ich hätte mich geärgert, wenn sie erst bei Reißender Tribut angewendet hätte. Also ich hatte noch Glück im Unglück, sagen wir es mal so. Ah, Gehirnkontrolle. Soll ich mir Kellys Erdgebundenen an den Nagel reißen? Lustig wär's. Da müsste ich jetzt aber sehr viel Schaden einstecken.
Andererseits habe ich natürlich auch Sindenböck. Sindenböck, ja. Aber das wird mich nicht davor retten, wenn sie mit ihren Erdgebunden angreift. Spiel deinen Erdgebundenen, ich werde ihn für mich kontrollieren. Ah, schwerer Sturm. Okay. Sie geht wohl auf Nummer sicher. Gut, ich aktiviere noch als Kette Sündenbock, damit ich einen Schutz habe. Kostet mir vier Zähler. Aber für Gehirnwäsche sollte das noch reichen. Okay, unser Schutz ist aufgebaut. Jetzt wird sie ihren Erdgebundenen beschwören. Und spielst du ihn? Spielst du deinen Erdgebundenen, Kelly? Na? Was ist los? Traust du dich nicht? Wo ist denn die neue Kelly, hä? Die böse neue Kelly. Ich dachte, du wärst jetzt viel mutiger. Anscheinend habe ich mich geirrt. Na los, zeige mir den Erdgebundenen aus Lapisco. Zeig mir, was er so drauf hat. Aha. Sie hat Angst. Sie spielt nur ein normales Monster. Kein Erdgebundenen. Das ist schlecht für uns. Andererseits kann sie uns eh nicht angreifen. Direkt, wir haben ja einen perfekten Schutz. Okay, sie macht mir die Überlebenden bestimmt Platz. Damit wir Kampfschaden bekommen. Und sie zerstört noch einen unserer Sündenböcke. Na, was ist? Genau, habe ich erwartet. Sie greift an. Wir kriegen 1000 Lebenspunkte Schaden. Und jetzt zerstört sie mit ihrem anderen Monster einen unserer Sündenböcke. Was macht ihr? Was der? Was Effekt? Was Effekt? Halt, warte, Battlephase. Was macht sie? Sie kriegt ein weiteres aufs Feld, okay. Wer es braucht. Anscheinend möchte sie viele unserer Sündenböcke zerstören, deswegen ruft sie sich Verstärkung aufs Feld. Ja, wir haben immer noch die Battlephase. Sie kann mit ihren neu beschworenen Monster auch noch angreifen. Schlecht für uns. Aber wir haben immer noch zwei Sündenböcke übrig. Die müssen uns auch noch retten für ein, zwei Züge. Jetzt hoffe ich nur, dass sie in ihrem nächsten Zug ihren Erdgebundenen spielt, damit ich ihn für mich einsetzen kann. Kann ich auch gleichzeitig ihre Monster zerstören, indem ich es aus dem Spielfeld nehme in der Main Phase 2 meines Zuges und dann Testalos vielleicht spiele. Okay, ich bin dran. Ich habe Makrokosmos gezogen, eine neue. Sehr viel Mittel, was ich jetzt habe. Das ist jetzt wieder eine Entscheidungsfrage, was ich jetzt als nächstes mache. Was gibt's da zu überlegen, Kelly? Ich bin am Zug. Du hast jetzt Sendepause. So, ich könnte mir jetzt ihr Monster schnappen, eines ihrer Monster zerstören, es dann opfern, Testalos spielen und weiter weiß ich nicht. Ja, das scheint mir ganz gut. Oder ich muss nicht Testalos unbedingt spielen, ich kann auch den hier spielen, das wäre sogar noch besser. Dann kriege ich noch eins ihre Monster down. Was? Ah, ich habe nicht genug Zähler. Verdammt. Okay, dann kann ich den Effekt nicht benutzen.
Aber ich muss mich jetzt dafür schützen, dass sie... ja. Dass sie mich jetzt angreift, direkt natürlich. Ich spiele auf jeden Fall Makrokosmos verdeckt. Das ist immer gut. Dann... Was habe ich denn auf meinem Friedhof? Ach, nichts Wertvolles. Alles klar, ich muss mich vor ihrem Angriff schützen. Ich schätze jetzt das Maus in die Angriffsposition. Als nächstes zerstöre ich ihre Schicksalsdame Licht. Damit sie weniger Sündenböcke von uns klein machen kann. Na Kelly, was machst du dagegen? Gar nichts, okay. So, 1600 Damage für dich. Das reduziert deine Lebenspunkte noch weiter. Jetzt brauchen wir nur 12 Tempozähler insgesamt. Dann können wir ihr wieder durch Geschwindigkeitswelt 2 ihre Lebenspunkte komplett auslöschen. Also, das heißt, spätestens im 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Zähler brauchen wir noch. In 4 Zügen haben wir gewonnen. Das heißt, ich muss mich jetzt eigentlich nur noch verteidigen, ne? Gut, will ich noch was setzen? Ich könnte die Karte noch spielen, die kostet mir ja keine Geschwindigkeitszähler. Andererseits wäre es natürlich ganz gut, wenn ich die noch auf der Hand behalten würde. Ich muss die ja nicht zwingend spielen. Andererseits... ich setze, glaube ich, mal... Ich spiele jetzt einfach, was soll's. So, was entferne ich? Ich glaube, ich sollte jetzt verhindern, dass sie in etwas von dem Friedhof zurückruft. Deswegen entferne ich jetzt alle Monster, die auf dem Friedhof jetzt sind. Auch meine und ihre. Das kann ja die Karte. Okay. Alle Monster werden jetzt entfernt. Oder 5 Monster. Ich weiß nicht, ob es alle sind. Aber es sind schon ziemlich viele Monster, die jetzt entfernt werden. Okay. Okay, jetzt habe ich weniger als 7 Karten auf meiner Hand. Das heißt, ich muss nichts abschmeißen. Und sie ist an der Reihe. Wenn sie Erdgebundene spielt, werde ich es mit Gehirnkontrolle kontrollieren und es gegen sie dann einsetzen. Und dann gewinne ich auch das Duell. Jetzt benutze ich meine Falle, damit mein Lili-Überlebender überlebt. Annullierst du das irgendwie? Nein, okay. Gut, ihr Monster wird stärker. Jetzt hat es Stufe 8. Und wir kriegen 400 Lebenspunkte Schaden wegen des Effekts. Boah, jetzt hat ihre Schicksalsdame Erde 3200 Angriffspunkte. Mehr als ein weißer Drache. Na los, spiel deinen Erdgebundenen. Wenn du es nicht tust, werde ich dich auch so auslöschen. Mit Zarborg. Ja, sie beschwört wieder ein normales Monster. Schicksalsdame Wasser. Die ATK und Def dieser Karte entsprechen ihrer Stufe mal 300. Während jeder deiner Standby-Phasen erhöhe die Stufe dieser Karte um 1. Maximal 12. Wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, solange du ein offenes Schicksalsdame-Monster kontrollierst, außer sie Schicksalsdame Wasser, ziehe 2 Karten. Auch wieder ein heftiger Effekt. 2 Karten ziehen ist in Yu-Gi-Oh! Ziemlich heftig. Ich weiß nicht warum. Wegen Exode bestimmt. Gut, jetzt wird sie alle unsere Monster zerstören. Eines unserer Monster kommt im nächsten Zug wieder. Ich könnte mir auch jetzt einfach ihre Schicksalsdame Erde klauen. Und ihr Schicksalsdame Wasser angreifen, dann kriegt sie auch ordentlichen Kampfschaden.
Und ich glaube, das müsste auch sogar reichen, um zu gewinnen. Gut, jetzt fallen erstmal meine Sündenböcke. Mein Didi-Überlebender kommt im nächsten Zug allerdings wieder zurück aufs Feld. Und der nächste Zug ist jetzt also, kommt zurück aufs Feld, Didi-Überlebender. In die Angriffsposition natürlich. Okay. Alles klar, großes Auge und Verbanner des Strahlens habe ich gezogen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen rechnen. Also, Schicksalsdame Erde hat 3200 Punkte. Ich könnte es mir jetzt klauen. Kostet mir 6 Zellmarken. Reduziert meine Zellmarken auf 1. Jetzt kriege ich dann dadurch ihr Monster. Hat 3200 Angriffspunkte. Schicksalsdame Erde, Wasser hat 1200, also würde sie 2000 Schadenspunkte bekommen. Ich könnte dann meinen Didi-Überlebenden nehmen, also als Tribut, in Main-Phase 2 Zarbok beschwören und dann Schicksalsdame Erde zerstören, damit sie es nicht mehr zurückbekommt. Und dann müsste ich einfach nur noch warten ein paar Züge, bis ich 4 Zellmarken habe und dann gewinne ich. Genau, das ist der Masterplan, den ich jetzt habe. Okay, jetzt schnappe ich mir Schicksalsdame Erde. Entschuldigung. Und das Monster leih ich mir mal kurz aus. Jetzt zerstöre ich ihre Schicksalsdame Wasser mit ihrem eigenen Monster. Das müsste ihr jetzt. Ah! Okay, Zwangsverkühlungsgerät nochmal. Ruiniert wieder meinen Plan. Super! Das ist uncool. Warum musst du immer meinen Plan ruinieren mit deiner Zwangsverkühlungsgerätkarte? Na gut, dann mach ich's mit dir, die Überlebender. Gibt dir nicht allzu viel Kampfschaden, aber was soll's. So. Jetzt. Die Angriffspunkte ihres Monsters sind jetzt nicht mehr so heftig, wenn sie es beschwört. Das heißt, ich kann jetzt Zarbok auch so spielen. Und mache ihr Schicksalsdame Finsternis mit dem Effekt von Zarbok klein. Okay, und wenn sie jetzt ihre Schicksalsdame Erde spielt. Ah, warte, nein, das kann sie ja nur für ein Finsternismonster als Tribut anbieten. Und Schicksalsdame Erde ist ja ein Erdemonster, das heißt, sie kann ihre Schicksalsdame Erde gar nicht spielen. Ach, das ist schön. Gut, dann Endphase. Jetzt bin ich gespannt, was sie vorhat. Ach ja, kriegt mein Violin dann sogar noch zurück. Habe ich ganz vergessen. Den kann ich dann im nächsten Zug auch wieder opfern und Testalos spielen. So, jetzt bin ich gespannt, was sie macht. Sie hat 5 Zähler, damit kann man nicht viel machen, außer ein bisschen Kampfschaden, Effektschaden zufügen. Aber jetzt hat sie 7 Karten auf der Hand. Gut, Verteidiger. Den kann ich mit dunkler Kern entfernen und dann ist cool. Nachdem ich Testalos beschworen habe im nächsten Zug, ist klar. Oh, sie setzt eine verdeckte. Wahrscheinlich kommen jetzt noch ein weiterer hinzu. Nein, okay. Alles klar, Didi Schwerflugzeug, weiteres Material, was wir opfern können, ist egal. ja, ich muss dann 2 Karten zerstören, ne? Dann würde ich auch Makrokosmos zerstören. Ich glaube, ich spiele Testalos, was soll's, habe ich auch lange nicht mehr gespielt.
Grüße dich, Testalos, der Feuersturmmonarch. Effekt wird aktiviert. Jetzt muss sie eine Handkarte abschmeißen. Wenn es ein Monster ist, verliert sie Lebenspunkte in Höhe der Anzahl von der Stufe mal 100. Das hatte Stufe 2. Schicksalsdame Feuer hatten wir auch noch nicht gesehen. Die ATK und Def dieser Karte entsprechen ihrer Stufe mal 200. Wenn jede deiner Standby-Phasen erhöhe die Stufe dieser Karte um 1, maximal 12. Wenn diese Karte durch den Effekt einer Schicksalsdame-Karte als Spezialbeschwörung in die offene Angriffsposition beschworen wird, zerstöre ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, und füge deinem Gegner Schaden in Höhe der ATK des zerstörten Monsters zu. Alles klar, eine gefährliche Karte. Jetzt mache ich hier, ich mache zunächst das Monster hier Platz. Spiegelkraft, okay. Gut, dass sie Spiegelkraft jetzt benutzt. Dann habe ich weniger Sorgen. Alles klar. Ich krieg mal die Überlebenden sowieso wieder zurück aufs Feld. Also wir haben immer noch einen weiteren Schutz. Und jetzt muss ich eine Handkarte abschmeißen. Ne? Dann, wir haben jetzt mehr als 7 Karten. Ich könnte die Sperrflugzeug jetzt abschmeißen. Dann kommt es ja auch wieder. Ich schmeiß die Sperrflugzeug jetzt ab. Ich muss jetzt eine Karte abschmeißen. Ich habe ja mehr als 7 jetzt auf der Hand. Und es müsste eigentlich wieder zurückkommen, da wir ja die Endphase haben, oder? Natürlich. Auch eine Möglichkeit, Monster zu beschwören. Es ist zwar in der Angriffsposition, aber egal. Besser als nichts. Jetzt habe ich wieder Material und kann im nächsten Zug Möbius beschwören. Allerdings kann sie jetzt Aslapisco beschwören. Sie hat wieder Material. Und sie spielt Aslapisco. Jetzt greift sie mich mit dem Monster direkt an. Verlieren wir auch Lebenspunkte. Ich habe dunkler Kern, mit dieser Karte kann ich ihr Monster entfernen. Und dann brauche ich sie einfach nur direkt angreifen und das Spiel ist vorbei. Aber bevor ich das mache, spiele ich noch Grandmark, um ihre Verdeckte zu säubern. Genau, ich kann die spielen, ich habe mehr als 2 Zähler. Aber zunächst muss ich ihre Verdeckte platt machen, falls es eine fiese Falle ist, die den Effekt meines Monsters annulliert. Wenn es jetzt die Falle ist, die ihren Aslapisco entfernt, dann habe ich ein Problem. Denn dann wird der Effekt aktiviert und ihr Monster wird entfernt. Genau diese Falle wollte ich nicht. Jetzt entfernt sie ihren Aslapisco aus dem Spiel und der Effekt aktiviert sich. Und meine Monster werden zerstört. Oh Gott, das ist böse. Und ich krieg noch Schaden. Das ist genau die Falle, die ich nicht wollte. Und jetzt kann sie mich mit ihrem Aslapisco im nächsten Zug killen. Ich habe verloren. Die hat aber auch immer den perfekten Fall, muss ich sagen. Das macht mich echt wütend. Ich gebe auf. Das habe ich verloren. Ich kann nichts machen. Jetzt kriegt sie ihren Aslapisco wieder. Ich hätte jetzt... Boah. Die hat aber echt immer die perfekten Fallen. Vorhin war es das Zwangsevakuierungsgerät und jetzt war es diese Dimensionsfalle. Ach, das war wieder sauknapp. Sowas macht mich echt wütend. Und diese Animation ist voll unnötig. Also gut, probieren wir es nochmal. Die Duelle sind ja zum Glück sehr spannend. Im Vergleich zu Kellen im letzten Part. Ach, aber immer so knapp, immer so knapp.
Das macht mich wütend. Und das zweimal hintereinander. Aber ich muss das jetzt. Ich muss das jetzt einfach mal tolerieren. Und damit leben. Wenn ich mich jetzt aufrege, ändert sich's. Natürlich ändert sich nichts, ne? Damit muss ich leben. So, ich fange an. Ja, unsere Hand ist Standard, normal. Normale Hand. Nicht gut, aber auch nicht zu schlecht. Gut, ich spiele metallische Reflektierender Schleim, den kann ich im nächsten Zug für Kaios opfern. Und reißenden Tribut setze ich auch noch, falls irgendwas Fieses kommt. Aslapisco vielleicht im ersten Zug oder sowas. Schickst es damit Feuer. Alles klar. Wirst du angreifen? Natürlich. Okay, dann setze ich meinen Schleim dazwischen. Und dann wirst du es dir nochmal überlegen, ob du mich angreifen willst. Ja, jetzt ruft sie sich eine weitere. Ein weiteres Monster aufs Feld. Okay. Und noch ein paar Verdeckte. Ich mag ihre verdeckten Karten nicht. Die sind so fies. Und die setzt sie immer perfekt ein. Ja. Sowas ist unschön. Okay, ich habe leider meinen Makrokosmos nicht gezogen. Aber ich glaube, ihn brauche ich jetzt auch nicht, denn ich habe ja Verbanner des Strahlens. Genau, ich spiele Verbanner des Strahlens in die Angriffsposition. Das ist die. Ja, das ist der Ersatz für Makrokosmos. Und jetzt entferne ich das Monster aus dem Spiel. Und sie rettet es mit ihrer Falle, was mir vorhin das Duell gekostet hat. Ich glaube, ihr anderes Monster möchte ich gar nicht zerstören, denn ich krieg dann 1600 Punkte Schaden. Wegen des Effekts dieser Falle, dieses Monsters. Das heißt, ich beende jetzt meinen Zug. Jetzt kriegt sie ihre Schicksalsdame wieder zurück aufs Feld und sie könnte jetzt ihren Erdgebundenen jetzt wieder spielen. Sie hat jetzt wieder zwei Monster. Und ihr Monster bekommt eine weitere Stufe dazu. Und sie muss 1000 Punkte abgeben, damit das Monster auf dem Feld bleibt. Das ist der Nachteil an diesem Monster. Ah ja, sie spielt ihren Erdgebotenen nicht. Woran ich das eigentlich immer erkenne, ganz einfach. An der Sprechblase, immer wenn sie irgendwas Besonderes hier redet, dann weiß ich, dass sie ihren Erdgebotenen spielt. Und wenn da steht, ich beschwöre ein Monster, dann spielt sie ihren Erdgebotenen nicht. Alles klar, sie hat ihr Monster geopfert, hat jetzt der Schicksalsdame Finsternis aufs Feld, jetzt hat sie zwei ordentliche Monster. Aber die kommen trotzdem nicht an meiner Verteidigung vorbei, denn ich habe ja immer noch meinen metallisch reflektierenden Schleim. Jetzt werden die zwar meinen Verbanner des Strahlens zerstören, aber der juckt mich wenig. Ich krieg zwar 400 Damage, aber das macht auch nichts. Auch wieder halb so schlimm. Kommt an meinem Monster nicht vorbei. You shall not pass, würde Gandalf sagen. Okay.
könnte jetzt Kaios spielen und ihre Schicksalsdame Finsternis entfernen. Sie kriegt dann 1000 Lebenspunkte Schaden, da es ein Finsternismonster ist. Andererseits verliere ich natürlich meinen Schutz. Das ist natürlich ein Nachteil. Aber ich könnte dann in die Offensive umschalten und das sehr schnell. Und ich glaube, das mache ich auch. Alles klar, sag AD zu Schicksalsdame Finsternis, Kelly. Alles klärchen. Und jetzt soll ich angreifen? Sie hat bestimmt eine fiese Falle. Aber egal. Dann hat sie ihr Pulver verschwendet. Jawohl. Jetzt läuft's doch gut für uns. Andererseits, sie zieht natürlich jetzt wieder zwei Karten und das macht mir auch wieder Sorgen. Oh, verdammt, ich habe wieder Full Hand. Ich muss wieder ein bisschen was abschmeißen, damit ich nichts. Wobei. Nee, es funktioniert nicht nochmal. Ich habe ja kein Makrokosmos auf dem Feld, das heißt, die wird auf den Friedhof gelegt. Andererseits könnte ich die natürlich dann entfernen später, wenn ich die richtigen Karten habe. Und zwar mit dieser hier. Ich glaube, es wäre das Beste, ich lege diese Karte jetzt auf den Friedhof. Ah, was ist das? Geerbte Reichtümer. Aktiviere diese Karte während des Spielzuges, indem eine offene Schicksalsdame-Monster, das du kontrollierst, zerstört wurde. Verdammt. Beschwöre während deiner nächsten Stamme-Phase bis zu 2 Schicksalsdame-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Okay. Gut, ich muss jetzt was abschmeißen. Oh, das ist ein böser Effekt, aber das ist ja auch ein besonderer Auslöser, wie man die Karte spielen kann. Okay. Sie ruft sich Schicksalsdame Licht, nicht so schlimm. Oh Gott, aber sie kann sich jetzt einen Erdgebotenen rufen, indem sie ihre 2 Schicksalsdamen jetzt opfert. Hey, was ist der Effekt? Ach, sie kann ein weiteres Schicksalsdame-Monster spielen. Okay, das ist ihr Plan. Sie will jetzt ihr Feld voll. Nee, will sie nicht. Okay. Wirst du deinen Erdgebundenen spielen? Nein, sie spielt nur ein normales Monster. Den Verteidiger. Ich grüße dich, Verteidiger. Du bist zu schwach. Du kommst am Kaios nicht vorbei. Du kannst dich nur verteidigen mit deinem dreckigen Schild. Und eine verdeckte Karte von ihr. Okay. Ah. Seelentausch habe ich gezogen. Ich könnte ihren Verteidiger opfern. Dann könnte ich Zabok beschwören und eine ihrer Schicksalsdamen platt machen. Mit Kaios ihre andere zerstören und dann mit Zabok direkt angreifen. Halt, warte, geht ja nicht. Ich habe ja Seelentausch. Zwingt uns ja, dass wir nicht mehr angreifen können. Das heißt, ich sollte vielleicht zuerst angreifen und erst dann Seelentausch spielen. Also, ich mache hier das Schicksal damit platt. Ach, sie rettet ihre Schicksalsdame mit ihrer zweiten interdimensionalen Dingenskarte. Ist gut für uns, denn dann setzt sie diese Karte nicht später ein, wenn sie einen Erdgebundenen auf dem Feld hat. Jetzt kriegst du noch ein weiteres Monster aufs Feld? Okay. Ist mir doch egal. Du kommst eh nicht an Kaios vorbei. Och, Effekt. Achso, die darf 2 Karten ziehen. Das wurde ja als Spezial beschworen. Na gut, dann mache ich eben deine Schicksalsdame Wasserplatz. Du kannst auch die Zerstörung eines anderen Monsters retten, das wusste ich nicht. Nee, warte, von Hexamonstern, Ihre Schicksalsdamen sind ja auch Hexamonster, das heißt, sie kann auch ihre Schicksalsdamen damit retten. Ah, das ist clever. Alles klar, dann benutze ich jetzt... Wie? Warum kann ich Seelentausch nicht benutzen?
Ist mir doch egal, ob ich meine Battle-Phase überspringen muss. Ich habe meine Battle-Phase bereits gemacht. Das heißt, ich müsste die Karte trotzdem noch spielen können. Drecksentwickler. Also in Real würde ich diese Karte jetzt spielen, ne? Das ging ja auch. Denn ich habe zwei Geschwindigkeits-Zellmarken und ich kann ein Monster auf der Spielfeldseite meines Gegners wählen. Das ist völlig legitim. Aber ob ich meine Battle-Phase immer zwingend überspringen muss, ist Blödsinn. Man kann die Karte auch so spielen. Ja, egal was dieses Spiel sagt, wenn ihr so eine Situation habt wie hier gerade, dann spielt eure Seelentauschkarte. Das ist völlig legitim. Ob man seine Battle-Phase überspringen muss, ist völlig nebensächlich. Denn das hat nichts mit dem Auslöser dieser Karte zu tun. Das ist einfach nur ein Effekt, den diese Karte dann auswirkt, wenn man diese Karte ausspielt. Aber ausspielen müsste man die jederzeit können, wenn der Gegner ein Monster hat, was man opfern kann. Also von daher ist das falsch programmiert worden jetzt. Okay, wegen den Spieleentwicklern kann ich jetzt mein Monster nicht spielen. Schönen Dank auch, Konami, ich mag euch wieder. Ich setze jetzt diese Karte verdeckt und dann noch meine... Die Karte setze ich auch noch. Ach komm, tue ich mein Feld ein bisschen vollrotzen hier mit verdeckten Karten. Ja, das müsste reichen. Jetzt kriegst du ihre Schicksalsdame aufs Feld. Na los, spiel Aslapisku, dann werde ich meine Restattribut-Fallenkarte benutzen und alle ihre Monster zerstören. Leider auch meine, aber sie hat deutlich mehr Monster als ich auf dem Feld. Gut, alle ihre Schicksalsdame-Monster steigen eine Stufe auf und werden stärker. Spiele Aslapisku. Ich wollte Aslapisku übrigens mal in mein Deck einbauen. Allerdings sind die Angebote auf eBay so hoch, fast sogar ja schon übertrieben. Ja, ist mir egal, schwerer Sturm, mach ruhig, mir doch egal. Und ja, dann habe ich mir die Karte als Gebot für 4 Euro, wollte ich sie mir kaufen, war natürlich viel zu wenig, denn normale Angebote für erdgebundene betragen 20 Euro. Ja, das ist schon übertrieben, fett übertrieben, nur für ein Stück Pappe. 20 Euro hinzugeben, ich meine... Das ist so, als würde ich ein Bild auf irgendwas zeichnen, ne? Ein bisschen Glitzer drauf pappen, ein bisschen Alufolie unten Rätsel hinkleben und das dann für 20 Euro verkaufen. So kommt mir das vor. Und das 20 Euro ist es mir nicht wert, höchstens 4 Euro. Gut, das hast du jetzt davon. So. Selber schuld, wenn du alle Karten von mir zerstören musst, die auf meiner Zauber- und Feinkartenzone liegen. Jetzt verlierst du alle deine Handkarten. Ich leider auch, aber mir ist es egal. Okay, leider kein Erdgebundener von ihr. Auf der Hand, aber jetzt hat sie bestimmt einen auf der Hand. Und sie wird ihn jetzt spielen, glaube ich. Ah ja, aber sie kann leider nicht mehr angreifen. Denn jetzt hat sie ja Main Phase 2. Und in Main Phase 2 kann man nicht mehr angreifen. Alles klar, danke, dass du ihn bereitgelegt hast. Und jetzt hat sie auch ihr ganzes Pulver wieder verschleudert. Ich habe jetzt zwei Methoden, ihren Erdgebundenen loszuwerden. Die erste wäre mit Razor, die zweite wäre mit dunkler Kern. Nachteil, mein Monster wird auf jeden Fall zerstört, da ihr Erdgebundener entfernt wird. Ich glaube, ich spiele dunkler Kern, wäre vielleicht besser. Dann schmeiße ich die Sperrflugzeug ab.
Und dann haben wir eine Bedrohung weniger. Aber ich glaube, jetzt hat sie eine finstere Bestechung, oder? Stimmt doch, finstere Bestechung. Ah, diese Kombination. Okay, das war ihre dritte Falle. Mit dem Namen interdimensionaler Materietransporter. Da fällt mir was ein. Ja gut, mein Chaos wird jetzt leider zerstört, ist mir doch egal. Ich reg mich jetzt nicht auf. Warte. Ich bin gemein. Ich mache jetzt das da. Und lege ihren Aslapisco auf den Friedhof. Denn dann kommt es nicht mehr zurück. Da es bis zur Endphase sein muss, um wieder zurückzukommen. So, und jetzt kommt es nicht mehr zurück. Gut. Eine Bedrohung weniger, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, es kommt nicht mehr zurück. Kann auch sein, dass es wieder zurückkommt. Aber wenn es zurückkommt, dann habe ich immer noch Razor. Und kommt es zurück? Nein, okay, habe ich erwartet. Sehr gut. Andererseits kann sie jetzt natürlich einen zweiten spielen. Jetzt liegen ihre Erdgebundenen in ihrem Deck wahrscheinlich ziemlich nahe. Sie hat drei in ihrem Deck. Und die liegen jetzt ziemlich nah beieinander, da sie am Anfang ja keinen gespielt hat. Und jetzt hat sie wahrscheinlich jede Menge. Das heißt, es kommt bestimmt jetzt gleich ein zweiter. Okay, doch nicht. Gut, sie kommt an meinem Monster nicht vorbei. Mein Monster hat eine Death von 2000. Und ihr stärkstes Monster auf dem Feld hat eine ATK von 1600. So, Makrokosmos, alle Karten werden jetzt wieder entfernt. Hoffe ich zumindest, wenn sie jetzt nicht an nichts hat, was meinen Effekt annulliert. Hat sie nicht, sehr gut. Okay, tja, du kommst nicht vorbei und kriegst 200 Damage. Okay, Endphase. Schrumpfen und die Krieger. Ich könnte jetzt die Krieger benutzen, um ihre Schicksalsdame zu zerstören. Dann werden beide entfernt, mach ich. Zwar ein bisschen Kampfschaden, aber ein 4-Sterne-Monster tauschen gegen ein 6-Sterne-Monster, das ist es mir schon wert. Ach, warte. Ja, doch. Das geht. Der Effekt vom Verteidiger aktiviert sich nicht, da ihr Monster nicht zerstört wird, sondern ein Positionswechsel stattfindet. Genau, beide Monster werden entfernt. Das ist ein Positionswechsel und keine Zerstörung. So, jetzt setze ich noch Schrumpfen verdeckt. Oder vielleicht auch nicht. Dann habe ich keinen Zauberzähler mehr auf meiner Hand. Und kann Tempo Welt 2 dann nicht benutzen. Ich beende meinen Zug jetzt einfach. Und wenn sie in Erdgebundenen spielt, dann spiele ich Razor. Und lege ihren Erdgebundenen wieder zurück ins Deck. Und sie hat zwei Monster umsonst verschwendet. Klar, sie hat mich dann direkt angegriffen, aber... Okay, sie setzt ihren Verteidiger in die Verteidigungsposition. Macht doch Sinn. Und sie setzt eine Verdeckte. Okay. Oh, noch eine Verdeckte. Alles klar, mein Zug wieder. Das ist jetzt der letzte Zug, den ich jetzt mache. Ich mache dann gleich eine Aufnahmepause. Okay, ich könnte jetzt Möbius beschwören und ihre zwei Verdecken platt machen. Dann geht allerdings mein Schutz weg. Aber ich riskiere es jetzt nochmal. Es
so Möbius-Effekt wird benutzt und zwei Verdeckte werden zerstört. Ich wähle das zuerst. Und dann noch diese hier. Die liegt schon ein bisschen länger auf dem Feld. Aha. Ich glaube, Zwangsevakuierungsgerät hat jetzt seinen Ruf als eine fiese Falle. Super. Es läuft nicht wieder. Ja, es läuft nicht gut für uns. So, ich könnte jetzt den Effekt von Temuvel 2 benutzen und eins ihrer Monster zerstören. Ne, könnte ich nicht. Sie hat ja Verteidiger. Haha, geht ja nicht. Aber ich könnte jetzt eine Karte ziehen. Mit Geschwindigkeitswelt 2. Vielleicht ziehe ich ja etwas, was mich retten wird. Und was ziehe ich? Gehirnkontrolle, sehr gut. Die könnte ich im nächsten Zug jetzt benutzen. Nein, im nächsten Zug habe ich 9 Zähler, das reicht trotzdem nicht. Ich kann Schrumpfen benutzen, um ein bisschen Kampfschaden zu reduzieren. Gut, Endphase. So, jetzt lasse ich noch Kellys Zug machen und dann beende ich die Aufnahmesession ganz kurz. Für euch geht es ganz normal weiter. Aber für mich ist jetzt eine kleine Pause dann angesagt. Weil ich jetzt dann irgendwo noch hin muss. Ich hätte nicht gedacht, dass der Part jetzt so lange dauern wird. Aber es ist zum Glück nicht so ätzend wie damals das Duell gegen Okita und dem Aslak. Sondern es macht dieses Mal richtig, richtig Spaß. Ah, okay. Du zerstörst Makrokosmos. Ich glaube, das Duell kann ich auch gleich aufgeben. Ich meine, ich wüsste jetzt nichts, mit was ich das ändern, also mit was ich das drehen könnte. So, es wären jetzt 3200, ungefähr 4000, 5000, 4100 circa. Dann komme ich runter auf 2000. Sie hat sehr viele Zähler. Na, komm, scheiß drauf. Wenn ich verliere, dann verliere ich halt dann meist eben nochmal. Es macht zum Glück sehr viel Spaß, euch bestimmt auch. Denn wenn der Let's Player Spaß hat, dann haben auch die Zuschauer Spaß. So ist es eigentlich fast immer. Ja, jetzt kommen wir runter auf 2100, okay. Ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nichts, mit was ich das noch ändern könnte. Ich glaube, das überlasse ich den Zukunfts-Kevin. Und was er dann gleich machen wird, das seht ihr ja dann gleich. Also, ich mache jetzt eine kleine Pause, ne? Also, bis gleich. Okay, ich bin wieder da. Und jetzt schauen wir uns mal die Lage an. Es sieht ziemlich schlecht für uns aus. Kelly kann uns im nächsten Zug alle machen. Ja, und selbst wenn sie uns nicht mit ihren Monstern klein kriegen wird, hat sie immer noch Zauberkarten, auf die sie zurückgreifen kann, um uns mit Tempowelt 2 dann den Chaos zu machen. Also von daher wäre es vielleicht das Beste, ich gebe das hier jetzt vielleicht auf. Oder eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass wir das zu Ende spielen. Allerdings befürchte ich, dass es nichts bringt. Aber ich glaube, ich probiere es jetzt einfach mal. Ist jetzt große Sorge verdeckt, aber ist ja ist eher ein sinnloser Zug, denn jetzt macht sie uns eh sowieso alle. Jetzt aktiviert sich der Effekt ihrer Schicksalsdame Wind. Die hätte eine Karte von uns zerstören können, glaube ich. Eine Zauberkarte. Ich kenne den Effekt nicht so gut. Ah ja, okay, das war's. Jetzt rufst du ihn noch ein Tributmonster. Schickst du das damit Finsternis? 5x400, 2000 Angriffspunkte. Und damit wird sie uns jetzt erledigen. Habe ich was ich machen kann zur Abwehr?
Ich könnte den Angriff stoppen mit Schrumpfen. Kostet mir 2 Zähler. Und jetzt kann ich die Angriffspunkte... Okay, kann ich nicht. Sie annulliert meinen Effekt. Das heißt, sie haben das Duell verloren. Ja, Flammenangreiferin, damit hätten wir auch nichts Sonderliches machen können. Ich glaube, ich brauche neue Karten. Langsam werden die Duellanten richtig, richtig heftig und ich glaube, dass wir auch unser Deck ein bisschen stärken müssen. Ja, das ist jetzt egal. Verlieren tun wir sowieso. Jetzt greift die uns zweimal direkt an. Und das war's. Was ist denn jetzt für ein Effekt noch? Ach, sie ruft noch ein weiteres Monster. Na gut, wenn sie es braucht. Okay. Wie die schaut. Wie so besessen. Ah, ich hab gewonnen! Ah! Okay. Dann hat es beim dritten Versuch auch nicht geklappt. Aber vielleicht klappt es ja beim vierten Versuch. Aber bevor ich den vierten Versuch starte, werde ich mir ein paar neue Karten kaufen. Wie viel DPS haben wir denn? 1200, ist okay. So, World Championship. Da kann man sich ja zum Glück ganz bequem Karten kaufen. So, welchen Booster wollen wir uns denn kaufen? Ah, es gibt 2 neue Booster. Okay. Strike of Neos und Shadow of Infinity. Da sind ein paar heilige Bestien drin. Raviel, Uria und Harmon zum Beispiel. Phantom Darkness. Light of Destruction haben wir. Synchro Erwachen. Invasion der Würmer. Gerechtigkeit schlägt zurück. Bei Championship Edition 2 und 3 haben wir. Dann haben wir noch ein paar Tempo-Booster-Dinger. Okay, was wollen wir denn kaufen? Am besten dort, wo man wenigstens Prozente haben. Und das ist hier, Light of Destruction. Hier haben wir gar keine Karte. 0%. Das heißt, wir kaufen jetzt ein bisschen was hier ein. Okay, was haben wir denn? Stufeneinstellung. Die Formation. Goldener Marienkäfer. Arkane macht 6. Die Liebenden. Finstere Valkyrie, ein Zwillingsmonster. Urteilsdrache. Lumina, lichtverpflichtete Beschwörerin. Schicksalsheld. Dread Severed. Event. Ist die Karte, okay. Feuchtgebiete, eine nützliche Karte. Arkane macht 4. Der Kaiser. Pokal des Asses. Garrot, lichtverpflichteter Krieger. Querteleportierer. Prächtige Illusion. Layla, lichtverpflichtete Zauberin. Die Geschick. Reise ins Verderben. Weltraumgeschenk. Netter Würfelversuch. Jayne, lichtverpflichtete Paladin. Transportabler Batteriepack. Wieder eine Lumina. Schicksalsheld Red Servant hatten wir auch schon. Arkane Macht 4 hatten wir auch schon. Licht der Erlösung. Geschick. Glücksfall. Prächtige Illusion hatten wir ebenfalls. Die Formation hatten wir, glaube ich, schon auch, oder? Ich weiß gar nicht. Heldenmaske. Glücksfall. Stufeneinstellung. Goldenes Bambusschwert. Arkane Macht 3. Die Kaiserin. Kurzschluss. Arkane Macht 14. Mäßigung. Zauberer Antrieb.
Stufeneinstellungen hatten wir schon. Deckblockade, die Formation. Und das war's. Gut, leider keine guten Karten dabei. Meiner Ansicht nach. Die für uns Deck geeignet sind. Das heißt, ich werde es wieder mit... ja, weiter versuchen mit dem Deck. Und was ist das denn hier? Seht ihr das? Das ist irgendwie komisch. Naja. Ach, verdammt, jetzt bin ich wieder hier gelandet. So, okay. Dann probieren wir es nochmal gegen Carly. Spätestens beim 5. Versuch müssen wir es doch eigentlich schaffen, oder? Ich meine, wir hatten es schon zweimal knapp geschafft. Beim dritten Mal, gut, da hatten wir einen kleinen Flop. Kann mal vorkommen. Aber irgendwann werden wir es bestimmt schaffen. Und wenn nicht, dann haben wir halt den längsten Part, den wir je produziert haben. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 1:30, würde ich raten. Ich sehe jetzt leider nicht die genaue Zeit, da ich den Part gesplittet habe. Gut, Kelly beginnt. Kann sie von mir aus machen. Dann haben wir die Offensive bei uns im zweiten Zug. Gut, unsere Hand ist okay. Eine gute Starthand. Aber für einen späteren Verlauf eher schlecht, weil wir kein Tributmonster haben. Aber gut, man kann nicht alles haben am ersten Zug. Oder auch in seiner Starthand. In seiner Starthand kann man nicht immer alles haben. So, Schicksalsdarm-Licht, die kennen wir ja schon. Eine der schwächeren Schicksalsdarm-Monster. Alles klar, wir haben jetzt ein Tributmonster gezogen. Gut für den Anfang. Leider kann ich es noch nicht beschwören, da ich keinen Seelentausch habe. Aber ich kann ja normal weiterspielen. Ich spiele Dimensionsalchemist. Vielleicht können wir ja den Möbius mit einer normalen Tributbeschwörung spielen. So, ich entferne die oberste Karte aus dem Spiel, um die Angriffskraft meines Monsters zu erhöhen. Und es war ein gutes Monster, verdammt. Naja, vielleicht kann ich es ja später zurückrufen. Mit DDR oder sowas. Oder DDM. Ich weiß gar nicht, wie die Karte genau heißt. DDR oder DDM. Und Spiegelkraft. Sie verpulverisiert gleich ihre Spiegelkraftkarte. Sehr gut. Ach, der Effekt aktiviert sich. Stimmt, es landet ja auf dem Friedhof. Gut, dann holen wir uns unseren Geistersensenmann auf die Hand. Den können wir dann im nächsten Zug spielen, um uns zu schützen. So, Sündenbock. Dafür brauchen wir 4, aber wir können uns dann in ihren Zug nicht schützen, da wir dann 3 haben. Die können wir erst spielen, wenn wir wieder am Zug sind. Das heißt, ja, sie wird uns jetzt direkt angreifen, ist zum Glück nicht allzu viel Damage. Aber wenn sie noch ein zweites Monster spielt, als Tribute oder sowas, dann kriegen wir deutlich mehr Schaden. Aber da müssen wir jetzt damit leben. Okay, Endphase. Oh nein. Nicht gut, jetzt kann sie ihren Erdgebundenen rufen. Und das schon im dritten Zug. Das nennt man einen heftigen erdgebundenen unsterblichen Rush. Oh Gott. Boah, mein Magen knurrt. Also falls ihr gerade was so hört, ne, so ein paar komische Geräusche, dann ist es mein Magen. Der dreht gerade voll am Rad. Gut, der Monster wird stärker, steigt um eine Stufe auf. Und beschwörst du deinen Erdgebundenen? Ja, sie spielt ihren Erdgebundenen im dritten Zug. Krass. Ich grüße dich, Aslapisco. Und jetzt wird sie uns direkt angreifen mit ihren beiden Monstern. Gibt uns ungefähr 3000 Damage. Ja, ich kann Makrokosmos gleich aktivieren. Stimmt ja. Gut, wir haben den Vorteil jetzt, da sie ihren Aslapisco schon gespielt hat. Denn jetzt haben wir keine Monster, die zerstört werden, wenn ihr Monster entfernt wird. Vom Spielfeld. Dann aktiviert sich ja der Effekt von Aslapisco. Und unsere Monster werden zerstört. Und wir haben keine Monster, das heißt, ja, der Effekt ist eher ungünstig jetzt für sie. Da wir keine Monster auf dem Feld haben. So, wenn ich jetzt Sündenbock spiele, dann ist es natürlich besser, wenn sie dann ihr Monster noch draußen hat und dann entfernt wird.
So, erstmal muss der Erdgebundene weg. Der ist eine Bedrohung. Ich hoffe, sie annulliert den Effekt jetzt nicht. Ansonsten habe ich ein fettes Problem. Was werfe ich denn ab? Ich glaube, ich werfe die hier ab. Nichts annullieren. Okay, sie annulliert. Wieder ein Worst-Case-Szenario. Die tauchen hier aber sehr häufig auf in diesem Spiel. Naja. Und was ziehe ich? Entkräftigungsschild. Damit kann ich meine Life-Points erhöhen. Alles klar, dann spiele ich diese Karte. Und ich spiele noch meine Falle, mein Fallmonster verdeckt. Und dann spiele ich noch, was spiele ich denn noch? Ich glaube, ich spiele Geistersensenmann oder vielleicht auch Großes Auge. Großes Auge wäre vielleicht besser, dann habe ich eine bessere Sicht auf meine Hand, die ich im nächsten Zug dann bekommen werde, wenn sie mit ihrem Schicksalsdame angreifen sollte. Aber ich glaube es eher nicht, denn dieses Moss hat eher eine niedrigere ATK-Anzahl. Na gut, die ATK wird natürlich immer höher, klar, aber sie ist immer noch viel zu niedrig. Ne, wenn ich jetzt Sündenbock spiele, dann würde ich einiges riskieren, dann würde ich 4000 Punkte, nee, eigentlich nicht, sind 4x800, 3200 Effektschaden würde ich dann riskieren. Das ist mir zu heftig. Und sie opfert ihre Schicksalsdame und spielt eine stärkere Schicksalsdame, Schicksalsdame Erde. Gut, sie hat eine starke Hand gehabt, sie verpulverisiert gleich ihre ganzen starken Monster. Einerseits gut, andererseits schlecht für uns. So, wir erhöhen erstmal die Lebenspunkte, die sie uns vorhin abgezogen hat. Gemeinerweise. Jetzt greift sie unserem Monster an. Flip-Effekt aktiviert sich. Ah, die Falle, das Fallmonster benutzt sie erst in der Endphase. Alles klar, was ziehen wir denn als nächstes? Ich muss was bereitlegen. Kaius und Zarborg. Kaius und Zarborg durch an erster Stelle. Kaius? Nee, Kaius vielleicht nicht. Ja, Kaius, die hier. Nee, doch nicht die hier. Kann ich das irgendwie rückgängig machen? Ja. Okay, dann nehme ich die überleben da, weil wir haben Makrokosmos draußen. Ist viel besser. Dann die hier und die hier. Die kann ich dann im nächsten Zug spielen. Und dann Neo. Am Ende. Alles klar, Endphase. Jetzt benutze ich mein Fallenmonster und spiele metallisch reflektierender Schleim. Gut, jetzt habe ich Kaius gezogen. Leider wird unser Kaius dann gleich zerstört werden, weil ihr Erdgebundener vom Feld entfernt werden wird. Aber immerhin ist die Erdgebundene dann nicht mehr auf dem Feld. So, Kaius wird gespielt. Effekt aktiviert sich. Wir können jetzt ein finsternes Monster entfernen oder allgemein eine Karte können wir entfernen. Und wenn es ein finsternes Monster ist, kriegt sie 1000 Lebenspunkte Schaden. Leider aktiviert sich jetzt der Effekt von ihrem Erdgebundenen. Und unser Monster wird zerstört und wir kriegen 800 Punkte Schaden. Gut, jetzt wird sie uns auch noch direkt angreifen im nächsten Zug, aber ich kann mich dann schützen mit Geistersensenmann. Und jetzt hat sie außerdem noch einen weiteren Erdgebundenen, also sie hat jetzt einen Erdgebundenen weniger. Das heißt, ich muss jetzt nur noch mit 2 rechnen. Gut, ihr Monster wird stärker. Und wir kriegen... ich könnte mich vor einem Angriff mit meinen Sündenblöcken schützen. Ich glaube, die Karte benutze ich, wenn sie angreift. Jetzt kriegen wir 400 Damage wegen des Effekts ihres Monsters. Denn immer wenn es eine Stufe aufsteigt, bekommen wir Schaden. Jetzt ruft sie sich eine weitere Schicksalsdame aufs Feld. Zerstörst du meine Makrokosmos-Karte? Bitte mach's nicht, das ist uncool. Ah, sie scheint nichts anzuwählen. Das heißt, sie will auch nichts zerstören, glaube ich, oder? Warte, ich will die noch als Kette benutzen. Das ist gemein. Ich wollte die noch als Kette benutzen.
Ach, Kelly, bist du gemein. Ich hätte mir die Kartenbeschreibung vorher lesen sollen. Naja, vorher durchlesen sollen. Dann wäre das wahrscheinlich jetzt nicht passiert, aber egal. Ich bin nur noch ganz gut gelaunt, also meine Wut kommt erst viel später. Alles klar, hätte ich jetzt Makrokosmos draußen, würde ich dieses Monster hier spielen. Leider ist sie nicht mehr auf dem Feld, das heißt, ich muss mich jetzt jämmerlich verteidigen und wieder meinen Geistersensenmann dazwischen stellen, der mich beschützen wird. Nicht das erste Mal hier in diesem Spiel. So, ihre beiden Monster werden natürlich stärker. Und wir kriegen wieder 400 Damage. Uns gehen die Punkte langsam aus. Aber im nächsten Zug werden wir Neo Weltraum Hummingbird ziehen. Damit können wir unsere Lebenspunkte wieder erhöhen. Aber das ist leider nur kurzfristig, denn es wird dann wahrscheinlich wieder zerstört werden. Ah. Einerseits gut, wenn die so viele Monster spielt. Andererseits natürlich auch schlecht. Denn ja. Denn dadurch gehen wir schneller down natürlich, ne? Andererseits, wenn sie jetzt ihre ganzen starken Monster verpulverisiert, hat sie später keine starken Monster mehr. Ja, du ziehst eine Karte. Okay. Gut, bist du zufrieden mit deiner Karte? Anscheinend schon, denn sie setzt die Karte sofort. Okay. Seelentausch. Sehr gut. So eine Karte hatte ich mir erhofft. Jetzt werde ich Seelentausch benutzen und werde dann Zarbok spielen. Und mit dem Effekt von Zarbok zerstöre ich dann Schicksalsdame Erde. Aber ich glaube, dass sie es wieder annullieren wird. Naja, ich muss es trotzdem riskieren. Der mir bleibt nichts anderes übrig. So, ich wähle natürlich ihre stärkere Karte. Okay, sie hat es nicht annulliert. Das ist gut. Jetzt spiele ich Zarbok. Biete ihr Monster ist sie gut an. Seltsam, dass ich jetzt hier an dieser Stelle auch nicht mein eigenes Monster opfern kann. Ich meine, falls man nicht das gegnerische Monster opfern möchte und stattdessen das eigene Monster opfern möchte, dann geht es natürlich nicht, ne? Das ist wieder ein Minuspunkt an Konami. So, jetzt sind wir wieder im Vorteil. Aber das kann sich jederzeit wieder ändern. Was ist das? Ach nee, nicht wieder diese Karte. Jetzt kriegt sie wieder zwei Schicksalsdamm zurück aufs Feld. Glaube ich zumindest, oder? Bin ich gespannt. Jetzt aktiviert sich der Effekt, okay. Nicht so schlimm, glaube ich zumindest. Okay, das ist nicht so schlimm. Mein Monster ist stärker. Nicht so schlimm, meine beiden. ihre beiden Monster sind schwächer als meins. Ah, warte, wir haben die Standby-Phase. Nein, jetzt sind sie stärker. Oder genauso gleich stark wie mein Möbius. Quatsch, nicht wie mein Möbius, sondern wie mein... Ihr wisst schon, ne? Wie mein, wie heißt die Karte? Zarbok, genau. Aber jetzt verbraucht sie wieder ihr ganzes Pulver. Okay, wir haben verloren. Jetzt ruft sie wieder den Erdgebundenen. Der gute alte Aslapisco. Tadadadam, das ist Aslapisco Nummer 2 in ihrem Deck. Und jetzt greifst du mich direkt an und das war's. Dankeschön. Ach, ich hab dich auch lieb, Kelly. Jetzt freut sie sich natürlich. Ist klar, wer freut sich nicht, wenn er ein Duell gewinnt? Und wir kriegen wieder einen LSD-Trip.
Oder ein LSD. Was? LSD-Trip? Ihr wisst schon, ein Anfall oder sowas. Ach, irgendwas Schlechtes halt, ne? Irgendwas Schlechtes im Körper. Alles klar, probieren wir es nochmal. Das haben wir schon. Also bei mir wird 20 Minuten angezeigt. Der letzte Part, der hat. Also die letzte Aufnahmesession, die hat auch eine Stunde und 20 Minuten gedauert. Das heißt, wir sind jetzt bei 1,40. Das heißt, auch wiederum, wenn wir noch 20 Minuten länger an der verbrauchen, dann haben wir wieder unseren längsten Part-Rekord geknackt. Na, komm schon, ich nehme Stein. Jetzt hast du es endlich. Sehr gut. Alles klar, unsere Hand ist fragwürdig. Ja, warum ich fragwürdig sei, ganz einfach. Das hier. Ne? Jede Hand, wo diese Hand, dieses Monster hier gleich drin hat, ist fragwürdig. Deswegen spiele ich sie auch gleich. So, dann spiele ich meine ganzen Karten verdeckt, damit ich sie nicht verliere. Denn die landen dann auf dem Friedhof, wenn das Monster hier aufgedeckt wird. Vielleicht haben wir ja Glück und sie schmeißt dann später einen Erdgebundenen ab. Andererseits hat sie natürlich auch die Möglichkeit, einen Erdgebundenen zu ziehen, falls sie hier keinen ziehen, also jetzt gezogen hat. Okay, aber wir werden es jetzt sehen. Jetzt greift sie unser Monster an und wir beide schmeißen unsere Hand ab. Ja, warum sollte ich die Karte aktivieren? Das ist doch unnötig. Na los, greif an. Verabschiede dich von deinem Händchen. Der gute alte Verwandlungskrug. Ach, leider ist die jetzt verboten. Wieso ist die verboten? Die ist doch so schön. Und? Oh, viele Schicksals damals sie abgeschmissen. Aber keinen Erdgebundenen. Jetzt hat sie aber bestimmt einen gezogen. Egal, ich kann jetzt Seelentausch benutzen und Kaius spielen. Und dann kann ich ihre verdeckte Karte kalt machen. Oder platt machen geht auch eigentlich auch. Platt oder kalt ist eigentlich beides ganz gut. aber vorher sollte ich, kann ich die dann noch spielen, wenn ich Seelentausch jetzt entferne. Entfernen, verdammt, ich muss zwei entfernen. Das heißt, ich muss jetzt entscheiden, ob ich ihre verdeckte platt mache oder ob ich das Monster spiele. Und ich glaube, ich nehme wieder die riskante Variante. Die hat mir so viel jetzt geholfen in diesem Part. Und ich opfere ihr Monster. Aha, ich hätte doch die andere Zauberkarte benutzen sollen. Okay. Na gut, dann eben nicht. Sie hat mal wieder meinen Plan versaut. Nicht das erste Mal in diesem Part. Und jetzt spiele ich den Dimensionsalchemisten. Vielleicht kriege ich ja ein Monster zurück, das entfernt wurde. Na, warte, es wurde noch keins entfernt. Oh, verdammt. Egal. Ja. Hierfür brauche ich zwei. Verdammt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Denn ihr Monster wird ja überleben. Und die Angriffskraft meines Monsters ist im nächsten Zug wieder schwächer. Ach, egal. Ich krieg das schon irgendwie hin. Und selbst wenn dieser Part 3 Stunden dauert, ich krieg das schon hin. Ich habe ja Zeit, ne? Und ihr, glaube ich, auch, sonst würdet ihr das nicht anschauen. Achso, ich muss jetzt da was setzen, sonst muss ich wieder das abschmeißen. Was schmeiß ich denn nicht ab? Oder ich setze es jetzt einfach so, okay. In Phase. Gut, jetzt wird sie mein Monster zerstören. Na los, zerstöre mein Monster. Es freut sich, wenn es zerstört wird, oh Gott. Okay. Oder sie ruft ihren Erdgebundenen. Sie kann es jetzt auch machen, ne? Jetzt hat sie Material. Nee, für Gehirnkontrolle, da brauche ich... Nee, Gehirnkontrolle funktioniert nicht. Denn Gehirnkontrolle benötigt 6 Zähler.
Okay, sie ruft sich lieber Schicksalsdampfverstärkung aufs Feld und möchte meine Zauberkarten ein bisschen sich anschauen, wenn sie auf dem Friedhof sind. Ja, ich habe hier schöne Zauberkarten. Möchtest du sie sehen? Die eine ist die hier. Wir geben es aus einer Dimension. Und möchtest du noch was zerstören? Nein. Okay. Gut. Ich kann es leider nicht abwehren. Ah, ist aber nicht so tragisch. Im nächsten Zug spiele ich die Überlebende und zerstöre ihren Verteidiger. Und im übernächsten Zug benutze ich meine Seelentauschkarte. Ja, Rückkehr aus der anderen Dimension habe ich gezogen. Ich könnte jetzt wieder ein OTK probieren. Allerdings brauche ich zunächst noch viele Monster, die entfernt werden. Ich spiele jetzt erstmal Makrokosmos, damit ich anfangen kann, diese Monster zu sammeln. Und jetzt habe ich Seelentausch. Seelentausch? Wo ist meine Seelentauschkarte? Achso, die habe ich schon benutzt. Mensch, ich bin vielleicht ein... egal. okay, ich spiele die Überlebende in die Angriffsposition und zerstöre ihren Verteidiger. Okay, und jetzt hoffe ich, dass sie im nächsten Zug ihren Erdgebundenen spielt. Denn dann kann ich ihn sofort zerstören. Also im nächsten Zug dann. Ich krieg zwar schon ein bisschen Kampfschaden, aber... Hauptsache, ihr Erdgebundener ist dann weg. Gut, ihr Monster wird stärker, steigt um eine Stufe auf. Jetzt benutze ich meine Makrokosmos-Falle, damit alle Monster wieder entfernt werden, die auf den Friedhöfen landen. Und wir können jetzt anfangen, Material zu sammeln für den OTK. Und je mehr Lebenspunkte sie jetzt verliert, desto leichter wird der OTK für uns, denn wir brauchen dann weniger Material. Jawohl, Dankeschön! Schön, dass du den wieder spielst, Kelly. Ich weiß, jetzt kriegen wir wieder ein bisschen Kampfschaden, aber wem juckt's? Im nächsten Zug mache ich immer sowieso Palat. Palat, Palat. Ah, zwei Verdeckte. Sie möchte mich aufhalten. Okay, meinetwegen, wenn du es brauchst. So, was mache ich denn? Ich zerstöre, glaube ich, eine von ihr, oder? Eine Karte von ihr habe ich dann hier. Ein 6 war, kann ich nicht spielen. Aber die kann ich spielen. Ja, ja. Komm, ich zerstöre eine Karte von ihr unmittelbar, nachdem sie sie gespielt hat. Und ich hoffe, ich erwische eine gute Karte. Irgendeine fiese Falle muss ich jetzt zerstören. Das hier. Die erstgesetzte ist meistens immer die beste. Ha! Spiegelkraft. Okay. Gut, jetzt spiele ich Kaius. Er wird zwar zerstört werden, wegen dem Effekt ihres Monsters, aber wir haben da Material auf der aus dem Spiel entfernten Monsterkarte. Ihr wisst schon, auf der verbannten Monsterzone oder verbannten Kartenzone. Und je mehr Monster wir dort haben, desto leichter wird es für uns, den OTK durchzuführen. Also, Kaius wird beschworen. Halt, Moment mal. Ich mache hier verdeckte Platz, dann spiele ich mit der Zauberkarte. Dann zerstöre ich mit der Zauberkarte ihr Monster. Das ist besser, genau. Okay. So, aha, hätte ich jetzt ihr Monster ausgewählt, dann hätte es überlebt. Und mein Monster wäre dann trotzdem gestorben. Also es war doch gut, dass ich die Falle gewählt habe und nicht ihr Monster. So, jetzt zerstöre ich ihr Monster mit der Zauberkarte hier. Ich muss was abschmeißen. Um den OTK durchzuführen, werfe ich Testalos ab. Na, eigentlich ist es kein OTK mehr, denn sie hat ja schon Kampfschaden bekommen. Egal. Dann ist es eben ein Two-Hit-Kill. Und Kaius wird zerstört. Putz.
Ach ja, die 800 Damage, die sind mir eigentlich egal. So, jetzt setze ich die zwei Fallen. So, wie viel Material habe ich denn jetzt? Okay, das sind 1,8. Ah, warte, der kommt ja eh wieder. Also dann ist es okay. Dann ist er schon auf dem Feld. 2, 4. Das sind aufgerundet 5000. 5000 Material. Dann habe ich noch Gehirnkontrolle. Aber die kann ich erst spielen, wenn ich 6 Zähler habe. Und ich kann hier noch weiteres Material entfernen. Genau, ich benutze jetzt die Zauberkarte hier und entferne weiteres Material aus dem Spiel. Von meinem Friedhof natürlich. Die ist ganz gut, die kommt wieder. Die hier, die hier, die hier. Und die hier. Das sind 5 Monster. Gut, jetzt habe ich genug Material, um den Two-Hit-Kill durchzuführen. Jetzt muss ich allerdings noch bis zu meinem nächsten Zug überleben und ich hoffe, sie spielt nicht so viele Karten. Wenn es jetzt klappt, gewinnen wir. Jetzt kriegen wir 2 Monster zurück, die entfernt wurden. Die werden uns auch wieder schützen. Leider ist unser DJ-Spähflugzeug in die Angriffsposition zurückgekommen, was leider immer so ist. Das ist natürlich ein fiktiver Nachteil. Jetzt hat sie wieder 5 Karten auf der Hand. Schickst erst damit Licht, ist okay, ist nicht so stark. Und wieder eine scheiß Verdeckte. Die kann ich aber mit Zabok zerstören. Okay, ja. Hey, Razor und Möbius habe ich gezogen. Okay. So, ich würde sagen, Zaborg wird gespielt. Ich opfere Didi Sperrflugzeug. Effekt. Warte, nein, zerstöre ein Monster. Verdammt, ich dachte, eine verdeckte Karte wird dann ausgewählt. Ach, egal. Spielkraft hat sie ja sowieso nicht mehr draußen, also ist es von daher eh egal. Zap. So. Effekt ist was? Wenn diese Karte durch einen Karteneffekt vom Spielfeld entfernt wird, kannst du einen Schicksalsdame-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. So. Eiskalt. Ohne mich zu fragen, ruft sie sich was aufs Feld. Ah, schwach. Und der Effekt von dem Monster ist was? Ja, sie kann ein Monster von mir zerstören, okay. Okay, darauf kann ich eigentlich pfeifen, ich rufe es jetzt sowieso wieder zurück, also von daher. Das ist nur eine Ausrede von ihr. Okay. Jetzt, der OTK wird durchgeführt, oder der 2-2-K. Two Hits, Turn Kill oder Two Turn Kill. Ach, egal. So, jetzt rufe ich meine stärksten Monster aus Fels, die entfernt wurden. Alle in die Angriffsposition natürlich. Jetzt hoffe ich, dass sie nichts Fieses verdeckt gesetzt hat als Falle oder sowas. Reißende Tribut wäre jetzt eine Katastrophe zum Beispiel. Gut, Spielkraft kann es nicht sein, da sie hatte bereits ihre Spielkraftkarte verschwendet. Das heißt, ich brauche mir keine großen Sorgen zu machen. So, jetzt entferne ich die Zauberkarten aus dem Spiel. Jetzt ist unser Friedhof leer. Und jetzt müsste es, glaube ich, das Ganze gut hinkommen, wenn sie jetzt nichts Fieses gesetzt hat. Probieren wir es aus. Die überleben wir zuerst. Okay, als nächstes greift Kaius an. Ja, Quatsch, Kaius hatte Gustav. Den nächsten Angriff wird Kaius durchführen. Okay, Verzweiflung. Zwangsevakuierungsgerät. Egal, das reicht trotzdem.
Wir haben trotzdem gewonnen. Zap. So, und weil du uns vorhin mit Tempowelt 2 gekillt hast, mache ich es dir gleich. Und jetzt aktiviere ich den Effekt von Tempowelt 2. Richte Schaden an deinem Gegner an. Zeige ihr die Zauberkarte gegen Kontrolle. Sie kriegt dazu 100 Damage und wir gewinnen. Beim fünften Mal hat es geklappt. Ja, und wir haben einen Bonus bekommen, da wir ihre Lebenspunkte genau auf 0 gebracht haben. Und einen Handzerstörungsbonus wegen unserem Verwandlungskrug. Du bist gut. Aber das kann es für mich nicht sein. Ganz recht, es gibt etwas, das du tun musst. Wer ist da? Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Du musst alles zerstören. Das ist alles. Ja. Schön, schön, schön. Sieht so aus, als müsste ich mich zuerst um dich kümmern. Kelly? Hi Jack, what's up? Ah! Dann geruht der mütige Sargner also endlich, uns mit seiner Anwesenheit zu beglücken. Mann, wie komisch formuliert ist es. Sowas würde ich nie sagen. Ah, dann geruht der demütige Sargner also endlich uns mit seiner Anwesenheit zu beglücken. Das sagt doch kein Mensch. Wer sagt sowas? Also, egal. Janka, lass mich das Duell bestreiten. Ich habe noch was mit ihr zu klären. Was zu klären, hä? Du erbärmlicher Sargner, ich werde deine Seele zerstören. Komm schon, Kelly, komm zu dir. Janka, lauf zu den anderen. Ich kümmere mich um die Angelegenheit hier. Ich schlage vor, du tust, was er sagt. Ich würde dir nicht raten, hier zu bleiben. Los! Wer bist du? Was hast du mit Kelly gemacht? Ich habe sie lediglich eingeladen, auf die dunkle Seite zu kommen. Das ist alles. Herzlich willkommen auf der dunklen Seite der Macht, Mr. Okay, Mr. Darth Vader oder sowas, egal. Aber keine Sorge, du wirst sie wiedersehen. Dich werde ich auch bald dorthin schicken. Ja. Das solltest du Jack überlassen. Du musst zur nächsten Kontrolleinheit. Na gut, aber erstmal muss ich speichern. Und den Part beenden, denn wir haben ja fast den längsten Part aller Zeiten gemacht. Wir bräuchten nur noch 5 Minuten, würde ich raten. 5, 6 Minuten, dann haben wir den längsten Part. Jetzt könnte ich ein bisschen Smalltalk betreiben, mache ich allerdings nicht. Denn ich glaube, dieser Part ist schon lang genug. Also, im nächsten Part geht es natürlich weiter mit der Story. Leider werden wir im nächsten Part nicht gegen einen Darksider kämpfen, sondern gegen jemand anderes. Wer das ist, das sehen wir im nächsten Part. Also... Macht's gut, euer Young KP. Ciao.